Eine Hunting Rivel. Der hat es leider nicht geschafft. Das nehmen wir auch noch mit. So. Mann, sei ruhig da hinten. So, ihr habt nichts verpasst, außer dass ich irgendwann mal meinen Balkon dazu gemacht habe und mal gegähnt hatte. So. Ja, die sind ja gerade bei uns im Garten da am... Das gibt's doch nicht. Ein lästiges Volk, diese Tiere da. So, ja, bin mir Balkon dazu gemacht und eben, ja, halt, Cut gesetzt kurz. Natürlich habe ich zuerst Quit gedrückt und dann auf Dings gedrückt, aber egal. Man möge mir verzeihen, denn wie gesagt, ich bin heute nur halb da. Ich bin körperlich, also geistig bin ich da. Und hier eine Zombie-Frau, voll geil. Das ist die Eiszombie-Line. Oh, wir haben Eiszombies, jawohl. Komm her. Da. Aber die halten auf jeden Fall viel aus. Das sind richtige Nordmänner. Will ich noch treffen? Aber ein Headshot. Ah, ne, die halten so viel aus wie die Dicken ungefähr. Aber natürlich schon ein bisschen mehr wie eine andere. So, wir haben es jetzt 20 Uhr. Wir müssen uns jetzt irgendwie eine Baracke suchen. Wir werden hier vorne dieses kleine Behausungsteil nehmen. Wir werden die Zombies jetzt hier Zombies lassen. Wir haben uns jetzt so lange an diesem Unfall aufgehalten. An diesem Verkehrschaos hier. Ich wollte gerade sagen, er will mich verarschen. Ich dachte, der wollte hier sprinten. Das ist der dritte im Bunde. Das sieht ein bisschen aus wie der Holzfäller Olaf. Oder Holzfäller Sion von League of Legends. So. Auf jeden Fall schnell zur Butze rammeln, denn in einer Stunde ist hier richtig was los. So, wir rennen da mal schnell durch. Oh je, ihr hört es ja selber. Mann, ich glaube ja falsch. Warum sagt denn keiner was? Oh Mann, er wird schon wieder lustig. Ja. Ich glaube, die Taschen mitnehmen, wenn ich hier schon durch den Wald laufe. Sag einmal diese scheiß Blaubeeren, ne? Ist genauso, die Blaubeeren sind mindestens genauso schlimm wie die Hunde. Vor allem, man nichts ahnen, rennt man da durch, zack, rennt man in den Blaubeerbusch und man erschreckt sich zu Tode, ne? So. Diese Blaubeeren. Ich bin auch immer, ich habe auch einen großen Monitor, 27 Zoll. Und da kann man auch nicht immer wirklich, wenn man jetzt auf was konzentriert ist, sieht man nicht alles vom Bildschirm. Wie jetzt bei einem kleinen Bildschirm. Jetzt haben wir es 21 Uhr, scheiße. Und ich muss jetzt nachladen erstmal. Boah, da vorne ist ein Gebäude. Es ist ein Berg. Oh je, das Gebäude ist noch weit weg. Und diese ganzen Büsche hier, das wird echt ätzend, ne? Leute, das wird gleich wieder richtig spannend. Jetzt ist dunkel. Hauptsache noch die Tasche gelootet, sehen ruhig. Und diese Nordmänner, die rasten aus. Habt auch noch die Taschen in den Seelen ruhig geholt. Hier ist ein Haus. Ein Haus. Jetzt ist die Zeit reif, dass die da ausrasten. Oh nein, wir kriegen Besuch. Das Schlimme ist, das ist eine Tankstelle. Oh nein. Oh je, wir werden sterben. Wir werden so sterben. Voll geil. Jetzt durch die Büsche, da hängen natürlich noch mehr fest. Nein! Oh nein. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. An der Tankstelle kann mich doch nicht blicken lassen. Nachladen. Nicht umdrehen. Und Ausdauer ist leer. Was ein Scheiß. Voll geil. Einfach rennen. Einfach rennen. Nachladen. 38 Schuss habe ich noch. Sehr schön. Ach, ich bin ja schneller wie die. Egal, dann suchen wir uns das nächste Häuschen. Oh je, da kommt schon wieder einer. Beam, einer weniger. Egal, ich schieße lieber nicht. Ich treffe sowieso nicht. Müssen wir uns jetzt schnell irgendwie eine Unterkunft hier suchen. Oder irgendwie wenigstens ein Fackellicht. Habe ich Fackeln dabei? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich könnte ja welche bauen. Boah, hier will ich hin. Da gehen wir hin. Das gibt's nicht. Ich krieg die nicht kaputt, ne? Wenn ich nicht sprinte, bin ich tot. Seht ihr das? Wenn ich nicht sprinte, bin ich echt im Arsch. Oh, hab doch noch das Ding angeklickt. Aber ich traue mich da gerade nicht zu dem Militärstützpunkt hinzurennen. Im Dunkeln sehe ich die Minen nicht. Wenn noch die Viecher, die ganze Meute hinter einem her ist. Oh Mann, das geht schon wieder super los. Jetzt muss ich ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, links. Links ist auch was. Okay. Kann ich mir schnell Fackeln kredenzen? Schnell, ganz schnell. Nein, verpisst euch.
Nein, geh weg! Du Hundekörper. Haha, Headshot. Check it out now. Fuck so, brother. Ride abroad now. Bam, jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise. Machen wir hier alias so mehr oder weniger. Machen wir, rasten wir jetzt hier richtig aus. Und zwar machen wir jetzt einen auf, hier, Zombie-Horde. Da haben wir auch so angefangen. Naja, gut, haben wir nicht. Ich hab's nämlich vergessen, die Fackeln aufzustellen. Da habe ich auch direkt gefällt. So, ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wenn wir überleben, sollte passen erstmal. Immerhin sind wir nicht gestorben, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, wir verrecken. Haben aber auch alle Painkiller gefressen, die man unten in der Leiste hat. Ne? Und gleich mal noch einen reinzwitschern hier. So, dann mal eben kurz futtern. Und wenn wir jetzt hier die Nacht verbringen, natürlich ein bisschen langweilig. Ah, ging direkt schon wieder mit Spannung los hier. So, die machen wir kaputt. Die hat nicht viel. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen forschen. Jetzt, ich habe keinen Clay. Ich habe keinen Mais. Nein. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe auch keinen Erdbohrer, ne? Ne, Erdbohrer hatte ich nicht hier. Wie weit dauert das denn, wenn ich hier mit der Hacke? Oh, geht eigentlich. Was ist denn das? Ist das Erde oder was ist das? Ne, das ist direkt ein Schneeblock, glaube ich, ne? Egal. Ich will gucken, dass ich hier irgendwie an Klee komme. Aber ich weiß nicht, wie viel Schnee jetzt hier drunter ist. Ein Kollege. Ein Kleeblock. Jawohl. Brauche ich mehr von. Dann können wir uns da schon mal was kredenzen für Eisen auf jeden Fall. Aber jetzt ist ruhig, ne? Wir sind jetzt mitten in der Pampa hier mit dem Licht. Kommt kein Schwein, ne? Ah, da kommt jetzt, glaube ich, immer Klee aus dem Erdeblock prozentual raus, so wie das aussieht, so wie ich das gerade sehe. Und müssen wir mal kurz ein paar Schneeblöcke weghauen, die können wir vielleicht eh noch gebrauchen. Aber jetzt kommt da wieder Erde raus und kein Schnee, ne? Also ich kapiere es noch nicht ganz. Aber da haben wir auch ein super sicheres Lager hier, ne? Ich wollte erst zu diesem, sagen wir, 3 Klee, könnte das schon reichen? 27, das langt erstmal. Das kann ich euch hier zeigen, da können wir einmal Bullet Casing bauen. Das sind denn diese komischen... Ich krieg einen Besuch. Hallo? Ich stehe natürlich genau da, wo kein Licht ist, ne? Ist klar. Das ist wieder sehr schlau von mir gewesen. Das war wieder der schlauste einer hier. Ich muss natürlich mein Zeug einsammeln, sonst ist es gleich weg. Die ganze Zeit sage ich kein... Aua! Sag ich, die ganze Zeit ist kein Schwein da und dann auf einmal kommen sie alle, ne? Und natürlich, da wo ich hier rumgewurschtelt habe, natürlich auch... Au, ich wollte nur mein Zeug haben, du blöde Kuh. So. Wird schon wieder ein wildes Unterfangen hier. Jetzt sag einmal diese Misthöhlen, ne? Ich treffe den auch gerade nicht, weil ich ja mit 30 FPS mal wieder aufnehme, wegen Fraps halt. Aber ein Schuss und dann ist er tot. Ich habe mittlerweile die Zombies wieder auf 2 gestellt, weil die mir einfach zu penetrant waren. Auch diese Köter. Oh. Kinder weggucken, ne? Aber mal ganz ehrlich, das hat ein Kollege zu mir gesagt. Die haben die Hupen bearbeitet bei der Infected Lady, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist ja schon hier so eine Bodybuilderin. Das ist doch keine Brust mehr, das sind Muskeln. Biene Maya kommt, ich höre sie zumindest. Munition immer ganz wichtig, weil... So wie wir jetzt in der Anfangszeit kann das ein bisschen Mangelware sein. Ist natürlich schön, wenn die alle Munition mitbringen. Ich brauche immer noch ein paar Fackeln hier vorne, wenn ich da irgendwie rumwurschtel. Müssen wir hier noch ein paar Fackeln aufstellen. Das ist fast sicherer als irgendwie in einem Haus. Jetzt kriegen wir die Biene. Biene Maya. Wo bist sie? Da. Oh, im Karton. Jetzt wollte ich euch den Ofen zeigen. Er war so schön ruhig. Und jetzt kommen die hier alle, ne? Ach, die sollen sich das Schwein jagen. Lassen sie wenigstens mich in Ruhe. Oder den Hirsch da. Können höchstens die Minen aufstellen, aber da trampel ich nachher wieder selber rein. Ich kenne mich. So, aber okay, gut. Also weiter im Text. Wir wollten hier... Haben wir jetzt ein bisschen Licht? Ja. Okay. Oh, ganz kurz hier ein bisschen Hobby Lobby. So. Und wir haben nichts rausbekommen. Jawohl. Sehr schön. Egal. Wir haben erstmal was. Steinchen. Wir haben ja eben mal kurz so ein Forging-Ding da bauen nochmal. So ein Forge. So, also Forge. In die Ecke damit, du Schwein. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Holz auf jeden Fall. Sehr schön. Da kann man jetzt Bücher reinhauen. Kohle kann man reinhauen, die man im Boden findet. Man kann... Stoff geht auch. Stickies, Holz, was ihr wollt. Irgendwas Brennbares halt. Ein brennbares Material, ne? Und schon läuft der Ofen. So. Okay, also wir wollten... Hoppala. Wir wollten hier ein Bullet Casing bauen. Das geht so.
Da haben wir schon mal das Ingot Mold Iron. Da können wir das Eisen machen. Das machen wir mal zuerst. Weil dann brennt der Ofen nicht umsonst. Da macht man hier dieses aus dem, habt ihr gerade gesehen, das Lump of Clay. Machen wir dieses. Und dann haben wir hier das Brennmaterial und hier backen wir zum Beispiel das Scrap Iron rein. Und schon fängt der an zu wurschteln und hier kommen die fertigen Eisenwaren raus. Also im Prinzip, coole Sache, aber es dauert natürlich länger, ne? Muss man jetzt ehrlich sagen. Okay, so viel zu dem Thema. So, dann machen wir zum Beispiel so, so, so und so. Und hauen da einfach mal eine sowas rein. Dann haben wir hier eine Bullet Casing Mold. Also man muss immer diese Molds machen und mit den Molds. Jetzt ist zum Beispiel, sind 50 Cent rausgefallen, wie man gerade gehört hat. Nein, das ist ein Barren fertig. so. Okay, also das ist auch das, ne, Mold. Und dann gibt es hier natürlich noch ein Ingold Mold Press, zeige ich euch auch. Ist dasselbe hier nur hier oben. Dann kommt da so ein, ja, Goldbarren, Kupferbarren oder was es sein soll raus. Da haben wir da auch schon mal das Rezept dafür. Wieder 50 Cent rausgefallen. So, und hier Ingold Mold Lead, ne? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ich habe noch nicht alle jetzt im Kopf. Zumindest die sind erstmal die, wo ich im Kopf habe. So, da haben wir hier ein Ingold Mold Lead. Sehr schön. Kommt Besuch? Nö, jetzt ist wieder ruhig. Okay, also. Alles klar, alles klar. Habt ihr kapiert, ne? Ich auch. So. Ja, ich kapiere auch mal was. Ich brauche Wasser. Das erste, was wir machen, ist auf jeden Fall Gläser machen, weil wir brauchen Wasser. Dann haben wir hier, was weiß ich, vielleicht einen 80er Stapel. Wir brauchen natürlich noch Sand, ne? Haben wir natürlich wieder keinen dabei. Das ist ja schon wieder... Doch, ich weiß, wo ich Sand herkriege. aus den Sandsäcken. So, Baum fällt. Jawohl, der hat sich gelohnt. Zack, und E gedrückt und alles, naja, fast alles eingesammelt. So, nehmen wir gleich noch einen Baum. Machen wir gleich noch ein Baumwerk hier. Dass die Axt, dass wir die auch wieder loskriegen. Ja, wir können ja gleich jetzt die vernünftige Werkzeuge craften. Also nicht wie die Neandertaler, sondern wir sind ja schon hier eine zivilisierte eine Person hier. Unser Klöppelpeter. Bam. Wie er ausrastet. Der Klöppelpeter. Alles klar. Ich kann euch mal zeigen. Wurde auch mal angesprochen. Und zwar hier meine FPS gerade. 30. Jetzt habe ich sogar eine 29. Mal kurz hier E gedrückt halten. Jetzt klappt es wieder nicht. Also jetzt will das wieder nicht machen. Ich muss jetzt hier alles einzeln aufsammeln. Ist anscheinend alles noch ein bisschen buggy. Man weiß es ja. Wir will ja auch ein bisschen Nachsicht haben. Ja, wenn wir alles schöne hohe Bäume. Da oben ist der Mond. So. Okay, also hier, wie gesagt, haben wir schon 5 Barren. Also Rimmer kriegt ja nicht aus einem Scrap Iron, kriegt ja nicht einen Barren raus. Also es waren, glaube ich, 31. Das heißt, wir kriegen ungefähr 8-9 Barren raus. Hat jetzt eine Relation. Also haben wir jetzt hier, wie gesagt, da so ein Mold, hier ein Mold, da ein Mold und ein Mold haben wir drinnen liegen. Und dann immer wieder dasselbe Mold für das, was ihr machen wollt, legt ihr da rein. Und wir können ja mal ganz kurz, wollte ich jetzt zwar nicht machen, aber machen wir mal. Jetzt haben wir hier 40 Scrap Lead. Da können wir dann diese, hier können wir Radiator, da haben wir dann Scrap Press. Und dann werdet ihr dasselbe im Grün. Wie gesagt, ihr nehmt hier Ingold Mold Press da rein, zack, Scrap Press da rein und natürlich ein Brennmaterial, ne, so. Alles easy peasy. So. Jetzt ist ruhig, ne? Knallhart. Das ist die ruhigste Nacht. Das ist ruhiger als an dem komischen Zeltplatz letztes. Ja, alles habe ich noch nicht getestet. Wir werden natürlich noch ein bisschen nachwursteln. Wir können natürlich auch Clayball machen und Stone Stairs und all so ein Schnickschnack. Wie immer, wie eh und je, ne? So, haben wir uns mal hier so einen Chicken rein. Ich muss auch gerne mal was essen. Ich habe seit 24 Stunden nichts gegessen. Außer gestern 3 Kekse. Also gestern habe ich wirklich den ganzen Tag wirklich nur 3 Kekse gegessen. Diese Doppelkekse. Oder vielleicht waren es auch 4. Und heute noch gar nichts. Also ich muss echt mal was essen langsam. So. Haben wir hier 68 9mm Bullets. Das sind diese. Und für oben haben wir natürlich wieder nichts. Haben wir jetzt noch 8 Mal zum Nachladen für das MG. Dann haben wir die Flinte. Dann müssen wir die erstmal benutzen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben sie verkackt. Die gehen nur bis 64 zu stacken. Aber halt, wie gesagt, eine Patrone, ein Schuss, wie bei allen anderen jetzt auch. So, wir gehen auf einen Baum fällen, dass die Axt sich in Wohlgefallen auflöst. Und dann ist es gleich wieder 8 und dann können wir gleich wieder losziehen. Aber es war wirklich knapp, ne? So, ich glaube auch, wenn ich meinen Rest mit der Hand machen, wenn die Axt sich vorher auflöst. Also ist mit der Hand fast genauso schnell wie mit der blöden Axt, ne? Ich hau die jetzt weg. Hier. Ne, will nicht. Muss ich alle wieder manuell einsammeln. Was ein Scheiße. So. Sehr schön. Okay. Wir wollen natürlich auch nicht auf der Straße hier ein Haus bauen, ne? Kredenzen. Wir können auch mal kurz nach unten gucken. Wir haben jetzt natürlich schon ein paar Barren fertig. 10 Stück an der Zahl sind es geworden. Naja, nicht viel, aber immerhin. So. Kriegt man zum Beispiel aus den Minen auch Scrap Iron raus? Natürlich nicht. So. Machen wir dann mal, nehmen wir das jetzt mal raus, das Mold. Und hauen mal das da rein. Ne? Legt man das Mold wieder rein.
Das ist Scrap Malt Lead und dann haut man das da rein und schon läuft jetzt wieder das Ganze wieder von vorne, ne? So, und dann fallen gleich wieder 50 Cent raus. So. Ne, die stecken wir jetzt mal so. Haben wir noch 4 Benzin. Okay, aber wie gesagt, alles, ne, ein bisschen leicht verständlich hier. Da haben wir noch, wie gesagt, die Munition, ne, habe ich ja gesagt, ist für Hunting Rifle und für Sniper jetzt dieselbe. Was immer noch fehlt, ist, dass das Wasser wirklich höher zu stacken geht. Das gefällt mir gar nicht mit dem 5er Stapeln, ne. Oder vielleicht wird es irgendwie wie bei War Z oder ähnlichen Spielen, möchte jetzt auch keine Werbung für andere Spiele machen, irgendwie einen Rucksack kriegt, dass man noch ein größeres Inventar hat oder irgendwas, ne, weil es gibt jetzt mittlerweile so viel Zeug, das Inventar war vorher schon wirklich knapp bemessen, finde ich persönlich. Viele sagen, es reicht, also ich finde es knapp bemessen. Und ja, ne, dass man jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Platz hätte für das neue Zeug. Also man rennt einmal wirklich durch ein Haus durch, man ist voll. So, Klömpel Peter haben wir jetzt genug gesehen, ich mache mal wieder auf die Ego-Perspektive. Und da kommen die ersten Lead-Ingot raus. Jawohl, voll geil, ne? Klingt immer wie, wenn 50 Cent rausfallen. So, was können wir denn noch machen? Awning ist klar, das ist ja dieses grüne Zeltblockzeug. Ein Sleeping Bag können wir machen. Door Hard Metal. Eine Iron Wall, die kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist zum Beispiel hier, das ist so ein Metallblock. Lohnt sich jetzt natürlich nicht, wenn wir nur 10 haben, das ist ein bisschen blöd. Mit den 10 würde ich jetzt gerne, ja, Gläser wollte ich eigentlich machen, aber ich glaube, ich finde Werkzeuge fast noch wichtiger. Und deswegen würde ich mir erstmal kurz was kredenzen wollen. Jetzt habe ich die Stöcker wieder weggeworfen, weil ich keinen Platz mehr hatte, ne? Egal. Machen wir so, machen wir so, machen wir so, haben wir wieder Stöcker. So, also eine Feueraxt, denn die andere kannst du ja in der Pfeife rauchen. So, also eine Feueraxt. Ansonsten alles, wie ihr habt, ne? Wie eh und je. So. Dann brauchen wir eine Spitzhacke, hier, Pickaxe. Und eine Shovel. Shovel. Eine Schippe, wie ich im Osten immer gesagt habe. So, zack. Wunderbestens, wunderprächtig, alles super. Ne, alles prima, Bettina. So. Machen wir mal so erstmal, weil die ist eh was leer, das bringt ja gar nichts. Das ist Quatsch, wenn ich die da unten drin habe. Die 9mm Bullets Runde, das passt auch. So, Spitzhacke da rein, die Painkiller können erstmal wieder raus. Jetzt ist Tag, wir rennen jetzt auch gleich los, ne, also keine Sorge. Ich werde es auch gleich rausnehmen. So, jetzt haben wir einfach 6 Wachen davon. Das, den einen, ach, lass brennen. So, das nehmen wir wieder raus. Jetzt haben wir natürlich gar keinen Platz mehr. Wir brauchen unbedingt irgendwie ein Ding. Wir können natürlich jetzt die Schneeblöcke platzieren. Die sehen dann so aus. Hau ich es mal raus, weil die haben jetzt mal keinen Platz dafür. Wir sind ja, ist ja nicht so, dass kein Schnee da wäre. Ist ja genug da, ne? So, das haben wir jetzt raus. Der eine kann verbrennen. Das Schicken hauen wir uns mal eben rein. Ja, reinhauen. Okay, nehmen wir jetzt noch die Schaufel. Schaufelline. Okay, so, jetzt haben wir die Werkzeuge, da hinten die Fackeln. Hier haben wir jetzt einen kleinen Platz. Ich könnte jetzt natürlich noch ein Schlafding hinhauen, aber egal erstmal. So, wir wollten gucken. Da war wieder so ein Army-Platz, ne? Da wollen wir erstmal gucken. Aber wir wollen erstmal brauchen wir einen Unterschlupf, das ist wichtiger. Wir werden hier vorne, das ist ein großes Gebäude, da werden wir uns irgendwie was kredenzen auf jeden Fall. Mal gucken. So, was uns da erwartet. So, jetzt haben wir hier wieder Waffen. Jetzt haben wir natürlich hier wieder so ein blödes Teil. Dafür habe ich keinen Platz. Müssen wir schon Sachen liegen lassen, das ist bitter. Ich bin aber gerne so einer, der gerne sammelt. Und am liebsten und gerne immer wirklich alles mitnehmen. Am liebsten wirklich alles mitnehmen, was man hier findet. Alles an der Zahl. So, wir gehen jetzt dahin oder dahin? Wir gehen dahin, zu dem großen Gebäude. Dass wir uns da erstmal irgendwie so ein Notlager errichten, dass wir wirklich ein bisschen Platz wieder in der Tasche haben, weil das geht gar nicht aktuell, ne? Ihr seht es ja selber. So, Wasser brauchen wir zum Rennen. Die Fackeln erstmal raus, es ist Tag, brauchen wir nicht. So. Also hauen wir hier mal gleich mal wieder... Ah, jetzt habe ich wieder... Ja, ihr habt selber gesehen, dass ich wieder Fail gemacht habe. Ich habe schon wieder Wasser und Maske gespammt, obwohl ich ja Ausdauer gerade voll hatte. Also ich wollte eigentlich eins trinken und habe natürlich gleich wieder doppelt gedrückt. Ach ja, ich will ja gar nicht aufheben. So, hier haben wir ein bisschen Holz. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen Holz. Hier haben wir ein paar Schneezombies. Der Schnee-Oscar. So. Der natürlich hier was dabei hat. Also das ist dann hier quasi... Ihr habt es ja schon gesehen, das ist ein Holzfällerlager. Denke ich jetzt mal, schätze ich mal. Rate ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, ihr müsst mir da recht geben. Das ist ein Holzfällerlager. Und ich sehe jede Menge Fässer. Ölfässer. Das heißt, ich mach mal so, dann kann ich hier auch aufsammeln. Kleiner Trick am Rande.
Tut mir leid. Aber ich brauche irgendwie ein Armbrot. Obwohl, ich habe doch genug gehabt eigentlich, ne? Oh Mann. Egal, Tierschützer. Ihr habt weggeguckt, ne? Wir sind ja hier in einem Spiel. Ist es sonst was ausgebrochen? Wir nehmen die ganzen Fässer mit auf jeden Fall. Gehen hier erstmal gucken. Haben wir noch ein Ölfass? Jawohl. Haben wir einen Schreibtisch? Da ist drinne nix. Doch, ein Buch und ein Bänkele. Sehr, 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 sehr schön. Hier haben wir eine Matratze. Haben wir noch ein Gläsle. Da haben wir natürlich noch Eisen hier. Da könnte man auch abpickeln quasi. Das würde mich mal interessieren. Wenn wir die jetzt mal abpickeln. Also früher hat man die abgebaut und zack, boom, bang, gab das quasi Eisen. Da kommt nichts mehr raus. Doch, da ist es. Collect Scrap Metal Block. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz, ne? Dann hauen wir 5 Erde weg. Sehe ich mir 5 Erde. Und da kommt die Meute. Wo sind die Feierschweine? Da sind sie. Wie bei die Zombies gefallen mir. Wobei die gar nicht so wie Zombies aussehen. So, also. Ah, jetzt gibt es auch nur noch Scrap. Scrap Iron, okay. Gut. Also kann man nicht vertricksen. Früher gab es auf jeden Fall direkt hier Eisen. Das jetzt nicht mehr. Alter. Überall fallen die Blöcke ab. Ich muss erst natürlich die Kästen, die Fässer einsammeln. Hier muss ich sagen, oh, hier ist eine Axt sogar drin, ne? Können wir aktuell nicht mitnehmen. Sag einmal, was macht der denn? Der haut ja alles kaputt, der Oscar. Oscar Lafont. Nein, ich darf keinen Namen nennen. So. Lass mal auch erstmal alles drin, ne? Weil wir haben echt keinen Platz. Würde ich aber sagen, dass wir hier uns erstmal niederlassen ein bisschen. Erstmal eine kleine Notbasis errichten und dann hier wirklich irgendwo, vielleicht wirklich in die Schneewelt, was eigenes kredenzen, ne? Weil, aktuell seht ihr selber, wir haben halt wirklich aktuell keinen Platz, ne? Jetzt bereue ich es wahrscheinlich gleich wieder, dass ich hier kein Licht hingemacht habe. Da rasten die wieder vollkommen aus. Hier haben wir eine Mülltonne mit Radkappe drin, sehr schön. Die Bilder kann man jetzt auch mitnehmen, die hängen jetzt auch schon da, die Bilder. Bilderrahmen. Und hier ist zum Beispiel so ein Medizinkasten, habe ich schon auch schon mal einen gesehen gehabt. So, den kann man einfach mal leer machen. Hier ist ein Scheißhaus, okay, das ist also das Klo. Unter der Treppe, jawohl. Wenn ihr jetzt die Türen kaputt macht, oder wenn Türen kaputt gehen von alleine, kann ja auch passieren, wenn ein Zombie gegen oder irgendwas, da kommen jetzt Sachen raus, die nennen sie Door-Knopf. Klingt ein bisschen russisch, aber das ist einfach ein Türknopf. Ein Door-Knopf. So, ja, ich würde sagen, dass wir uns hier erstmal, ja, niederlassen ist das falsche Wort, aber hier erstmal eine Box hinstellen. Wir werden gleich noch ein Phänomen sehen, was ich zum Beispiel sehr befürworte. Aber die rennen auch nicht, also die sind immer langsam anscheinend, ne? Also die drehen ja nicht so am Rad. Vielleicht ist es endlich mal gefixt hier. So, also. Ich mache so. Es ist zu wenig. Sehr schön. Dann mache ich so. Oh Mann, ich wurschtel schon wieder rum, ich weiß. So, jetzt habe ich natürlich ja keinen Platz mehr. Hau mal kurz die Flinte weg. So, dann, die wollte ich jetzt eben... Ich hoffe, die hat gleich von hinten geschlagen, das weiß ich. Nee, werde ich nicht. Okay, so, wir werden jetzt eben mal kurz hier zwei Kisten kredenzen. Warum nur zwei? Das werdet ihr gleich sehen. Vielleicht würde eine sogar auch eigentlich schon reichen. So, das weg damit. So, dann kredenzen wir uns die Kisten hier mal hin. So und so. Die Flinte wieder hoch. Und tada, die Kiste ist viel größer. Lalalalalala. Dann würde ich auch sagen, dass wir direkt einen Forge daneben hauen. Ich möchte jetzt auch nicht alles hier reinpacken. Also wie gesagt, wenn der Multiplayer spielt, wie gesagt, ihr seht immer wahrscheinlich nicht mehr das von eurem Kollegen in der Kiste. Also ihr könnt ja quasi nicht mehr zusammenarbeiten. Aber wenn ihr dazu, wie gesagt, die eine Kiste benutzt, da kann es sein, dass ihr das Zeug überschreibt, ne? Dass dann auf einmal von einem alles weg ist. Wie bei mir vorhin, war alles weg. Also da müsst ihr echt aufpassen, ne? Also sage ich euch auf jeden Fall als Hinweis. Dem Ganzen würde ich nicht vertrauen. So, ich weiß, ich laber schon wieder ein Zeug, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? So, also haben wir uns hier nochmal einen Forge hin. Ihr so ein... Bis ich das immer in der Liste gesucht habe, dann ist es schneller, wenn ich die Steine da selber reinwurschel, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Okay, haben wir uns mal den Forge dahin. So, hauen da nochmal Brennmaterial rein. Zack, 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 zack. Und hauen direkt mal diese Dinger da rein. Aber es geht natürlich erst, wenn wir hier das da rein... Nein, das da reingelegt haben. Mal kurz einen Sniper ablegen hier, den Rocket Launcher. Also hier, wir sind hier in der Nähe gespawnt, das war das erste Gebäude, was wir entdeckt hatten, zusammen, mein Kollege und ich. Und ich habe direkt in der ersten Schachtel, wo ich dran war, ich direkt einen Erdbohrer gefunden. Wetten, wir finden im Let's Play wieder gar keinen. So. So, das nehmen wir mit. Das auch. Die Blümchen, die packen wir mal in die andere Box. Das kommt wieder raus.
Jetzt haben wir noch einen Schluck auf. Das gibt's doch gar nicht. Den Bocetus sieht nicht mal um. Mal. Scheiß Schluck auf, das gibt's doch nicht. Er kommt immer dann. Es gibt auch Pokal haben wir gerade gesehen. Oh, ich muss jetzt gleich erstmal die Aufnahme beenden. Weil mit Schluck auf ist das echt scheiße. Ja, dann machen wir hier erstmal der Stelle erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ob es heute nochmal schafft, ansonsten geht's morgen weiter. Das dürften jetzt 2-3 Folgen gewesen sein, ich weiß es nicht. Ihr hört ja selber mit dem Schluck auf, das ist gerade nicht schön, das ist auch nicht gut für euch oder nicht schön für euch. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ihr könnt gerne Daumen hoch geben, freue ich mich immer drüber. Oder halt auch ein Abo, ne? Ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Auf der Facebook-Seite von ChrisoLP, Video, der Link natürlich in der Videobeschreibung ganz unten. Unter, Upsala Bit.ly, ChrisoLP Facebook. Gut, also bis zum nächsten Mal, haut da rein. Euer Chris, scheiß Schluck auf.